Herzlich willkommen heute zum Thema Deine Motivation, Dein Leben. Mein Name ist Daniel Schäfer. Ich bin Geschäftsführer des Institut X-Group GmbH für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und dieses Thema, das beschäftigt mich sehr wahrscheinlich genauso für dich, wenn du dich selbstständig machen willst, wenn du Unternehmer bist und keinen Chef hast, der dich motiviert. Denn dann wirst du morgens aufstehen und die Frage stellen, bin ich heute motiviert, Angebot zu machen? Bin ich motiviert, Akquise zu machen? Bin ich motiviert, die Steuererklärung zu machen? Bin ich motiviert, die E-Mails zu beantworten oder einfach die alltäglichen Aufgaben zu erledigen? Und die meisten Menschen sind nicht so motiviert. Die wenigsten Menschen federn morgens aus dem Bett und sagen, hey, ich habe einen Auftrag, ich habe eine Vision, ich habe ein klares Ziel und gehen mit 100-130% gefühlter Motivation in den Tag. Wenn du nicht zu diesen Menschen gehörst, dann kann dir diese kleine Metapher dabei helfen. Denn das, was bei uns in der Regel Motivation auslöst, das sind Ziele. Und dieses Ziel setzen sich wenig Menschen. Die meisten haben Ziel, über die Runden zu kommen, die Miete zu bezahlen oder vielleicht einen kleinen Urlaub zu fahren. Das ist nicht besonders viel. Und wenn die erste größere Aufgabe lauert, das erste Hindernis dann im Weg liegt, das Leben ist ja manchmal so wie ein Tetris-Spiel, je weiter du kommst, desto mehr Steine kriegst du da vor die Füße geschmissen, dann wird dieses kleine Ziel viel zu kleine Motivation in dir freisetzen, dass du über das Ziel hinausgehst. Du brauchst also ein größeres Ziel als das Hindernis, das du also noch siehst, das dir die Kraft gibt, über das Hindernis zu steigen. Und irgendwann wirst du dann vor einem nächstgrößeren Hindernis stehen und wirst feststellen, das ist zu anstrengend. Ach, ob ich das schaffe, will ich das überhaupt? Und ich muss meinen Tagesplan umstellen. Ich muss Dinge machen, Leute anrufen, die ich nicht so mag. Und wenn du in diesem Zustand kommst, dass deine Motivation wieder runtergeht, dann ist dein Ziel wiederum zu klein. Also setze dir am besten ein so großes Ziel, dass egal wie groß dein Hindernis ist, dass du es im Blickfeld hast. Das ist die erste wichtige Voraussetzung, dass du in Bewegung kommst und auch bleibst. Wer keine großen Ziele hat, hat eine kleine Motivation und wird sich wenig bewegen und wird auch wenig in der Welt bewegen. Das allerdings ist nur eine Größe, diese Appetenz, also das, wo es dich hinzieht. Es gibt leider noch eine zweite Größe, die zu berücksichtigen ist, und das ist das, wo du bisher noch eingebunden bist. Das ist das, deine Gewohnheiten, das, was dir lieb ist, deine Bequemlichkeitszone, deinen Referenzrahmen. Hier ist es so, dass von hier eine Trennung erfolgen muss. Da gibt es eine gute Geschichte von einem Elefanten, der als kleines Elefantenbaby angebunden wurde mit einem kleinen Strick am Fuß. Und der riss und zerrte und riss und zerrte, wollte frei werden, konnte es aber nicht. Schließlich war der Fuß so verletzt, dass das Elefantenbaby Schmerzen hatte und sich nicht mehr traute, dran zu ziehen. Nun wurde das Baby größer, ein ausgewachsener Riesenelefant, mehrere Tonnen schwer, und wurde angebunden mit so einem ganz kleinen Strick am Fuß, weil er gelernt hatte, dass er nicht frei ist. Weil er gelernt hatte, wenn er Befreiungsversuche macht, dann tut es weh und er verletzt sich. Und so wurde der Elefant älter und älter und wurde vom Menschen mit einem losen Strick um den Pfahl geschmissen und hat die Freiheit nicht kennengelernt. Bis eines Tages im Dschungel ein Feuer ausbrach. Das Feuer kam immer näher. Und der Elefant versuchte zu fliehen, aber er konnte nicht, denn er war mit dem Strick ja um den Pfahl gebunden. Und dann kam das Feuer so nah, dass schon er Verbrennungen erlitt. Und der Schmerz wurde immer größer, größer als die Erinnerung am Fuß. Der Schmerz war, als er sich damals versucht hatte zu befreien. Und schließlich sagte der Elefant sich, egal, ich verbrenne hier, ich renne los. Und bewegte sich, setzte sich die Tonnen in Bewegung. Was passierte mit dem kleinen Strick? Der riss, als wenn da ein Bindfaden wäre. Und das wünsche ich dir als zweites, dass du die Stricke, die du um deine Füße hast, an irgendwelche Pfähle und Blöcke gebunden hast, das, was für dich limitierende Glaubenssätze sind, das kann ich nicht, das schaffe ich nicht, ich bin zu groß, bin zu dick, bin Mann, Frau, Ossi, Wessi, Ausländer, Deutscher, etc. Ihr kennt diese Sprüche, dass du diese ganzen Dinge durchschneidest. Erst dann, wenn du es geschafft hast, dich hier zu lösen und wenn du dich von alten Gewohnheiten auch befreist, erst dann wirst du in Bewegung kommen hinsichtlich deiner Ziele. Als dritten Tipp,
Wenn du jetzt noch sagst, okay, ich möchte nicht nur diese Fesseln lösen, sondern ich möchte garantiert mein Ziel erreichen, dann gibt es noch einen kleinen Bonustipp, den ich dir gerne heute mitgebe. Und das hat damals ein römischer Feldherr gemacht, als er in Großbritannien gelandet ist mit seinen 10.000 Mann Soldaten. Und da guckte er auf den Hügel, der Feind kam heran und das waren nicht 10.000 Feinde, das waren nicht 20, sondern auch nicht 50, sondern 100.000 Mann stand da gegenüber. Und er erkannte klar seine Unterlegenheit. Und dann rief er seine Offiziere zusammen und hat gesagt, Leute, da oben steht der Feind 100.000, da unten an dem Strand, da sind wir mit 10.000, wir haben keine Chance. Aber schaut ein bisschen weiter, da seht ihr die Schiffe gerade verbrennen. Unsere Rückzugsmöglichkeit verbrennt gerade. Wir haben nur eine einzige Chance. Erstens, wir müssen angreifen. Zweitens, wir müssen siegen. Ansonsten, drittens, haben wir sowieso verloren. Und was entschieden die Offiziere? Sie sagen, okay, wir haben keine Chance. Unsere Schiffe sind verbrannt. Wir haben keine Rückzugsgebiete mehr. Und deshalb greifen wir an und sie gewannen die Schlacht. Und das ist der dritte Punkt, den ich dir wünsche, dass du Entscheidungen triffst, dich von deinen Hintertüren, von den Brücken, von den Schiffen, die dich wieder zurück ins alte Leben zurückbringen können, dann befreist. Weil dann hast du nur noch die Zukunft, du hast keine Fesseln mehr und du hast klares Ziel vor Augen. Und das ist die einfachste Möglichkeit, um in Bewegung zu kommen und zu bleiben. Denn Motivation ist die Antriebskraft, die dich vorantreibt, deine Ziele zu erreichen. Das wünsche ich dir, dass du morgens mit 100-150% Motivation aufstehst. Viel Erfolg, dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.